Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Jetzt hat das endlich mal geklappt mit der Aufnahme. Und zwar wollte ich das eigentlich immer schon gleich im Debug-Modus mit starten. Und zwar geht es ja um eine Besonderheit. Nun weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, ein Bug ist oder allgemein ich da nur ja ein bisschen rumspinne, keine Ahnung. Das sind alles hier Vermutungen, die ich hier anfange. Also das hat eigentlich keine weitere Bewandtnis, das Ganze. Und zwar, wir gehen als erstes im Debug-Modus. Und zwar habe ich da festgestellt, oh, jetzt haben wir schon 44 Heat. Als Hintergrund, ich habe hier nirgendwo was laufen. Sollte ja so oder so Forge oder Feuer laufen, würde ja da oben alle Viertelstunde 1,5 Heat dazukommen. Hier geht es auch in 10er oder 20er oder in 30er Schritten voran. Eben unterschiedlich. Eben. Das Ganze ist mir aufgefallen. Und zwar, das ist das Safe Game. Also ich bin hier nicht direkt auf den Server, habe mir das Safe Game runtergezogen. Weil ich direkt auf den Server nicht das hingekriegt habe, mir die Heat anzuzeigen. Fallcry hat mir da auch sehr dolle geholfen, eben hatte mir ein paar Tipps gegeben, eben wie man was machen kann, weil ich da ja ein komplett unbeschriebenes Blatt bin in der Sache. Eben die einzige Sache ist, da stehen zwei Forges, eben die laufen aber nicht. Und ja, ich habe hier nur ringsherum Fackeln einmal aufgestellt. Und ich habe auch in dem Debug-Modus gibt es ja Show Light. Eben. Und da sieht man die unterschiedlich, wie stark das Licht dort scheint. Jetzt 48. Mal immer mal ein bisschen auf links auf die Heat mit achten. Ich will mal hoffen, dass das soweit so gut rüberkommt, dass man das dann nachher sieht. 48 Heat zurzeit. Also 48,6, wenn ich hätte springe. Eben. 48,65. Und mir ist es bloß aufgefallen, dass es ja hier ein bisschen gelber ist. Eben, also wenn es in Richtung Gelb geht, ist schon ganz schön dolle. Eben. Und das Weiße ist normal Standard, wie man da drüben auch bei dem Licht sieht. Und ja, und wenn ja die Heatmap bei 100 angelangt, dann kommt eine Schreierin. Das ist das Einzige, was hier laufen tut. Und jetzt schauen wir mal hier drüben. Ich habe das mit ein bisschen Abstand gemacht. Oh, jetzt sagen aber die FPS ganz schön runter hier. Jetzt hat er ganz schön zu kämpfen, Aufnahme und das Ganze hier mal schnell zu berechnen. Hier habe ich nämlich ja, verschiedene kleine Sachen aufgebaut, eben mit einem mit dem Generator eben verschiedene Lämpchen, die sich auch überschneiden eben. Also das ganze Grüne macht eben der große Scheinwerfer hier und die ganzen kleinen Gelben hier nochmal ein kleiner weißer Fleck, ist nicht so hell denn eben. Und dieser die Heat ist eigentlich seit ich habe den Wörter, wo ich das alles aufgebaut habe, eigentlich bei Tag 1 um 7 begonnen eben und seitdem ist hier die Heat von 0,3. Also gehe ich mal davon aus, dass das keinen weiteren Einfluss hat, was die Lampen sind. Ich habe das Ganze auch mal ein bisschen höher getrieben. Da sieht man denn hier, wie das alles sich dann abschwächen tut, bis dann nachher überhaupt auch keine Farbe mehr kommt. Und hier ist 0,6 immer noch. Also da, upsala. So, ein bisschen ruhiger machen hier, dass wir bei 60 FPS landen. Und jetzt machen wir wieder zurück und dann sollte die Heat entweder da drüben im roten Bereich liegen, mindestens im roten, oder würde bei 0 stehen. Und da schon wieder eine Schreierin irgendwo rumkrauchen. Eigentlich so habe ich es zeitlich eigentlich abgedeckt, das Ganze. Natürlich, sorry dafür, dass die FPS jetzt erstmal ein bisschen runter sacken. Aber ja, 85 Heat jetzt ja schon. Hier läuft nichts. Hier ist absolut nichts an. Wir können ja hier auch mal noch mal ganz kurz warten. Eben, hoffentlich dauert das jetzt nicht allzu lange. Kann man das mal ein bisschen besser sehen hier. 85er Heat. Und das, da bin ich eigentlich nur durch Zufall drauf gestoßen, weil nämlich auf dem Server genau alle 3 Stunden eine Schreierin kam.
Das ist eine Screamer, kleine Braut. Ihr habt wirklich Punkt 12 Uhr, Punkt 15 Uhr, Punkt 18 Uhr, Punkt 21 Uhr, Punkt 0 Uhr, 3 Uhr früh, 6 Uhr morgens, 9 Uhr, 12 Uhr und so weiter. So. Da geht man einfach am Stock danach. So, das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, man hat nur auf die Uhr geguckt, oh, gleich müsste wieder eine Schreierin kommen. Hat sie schon in Lauerstellung gepackt eben. Hat einen gesehen eben, dann war man ein bisschen schlechter dran. Ne? Jetzt stelle ich jetzt hier was fest gerade. Jetzt seht ihr, auf 4 Heat schon. Also hat sogar die 0 übersprungen. Jetzt mache ich mal kurz hier die Licht aus. Und jetzt müsste ja eigentlich irgendwo die Kleine rumwatscheln. Müsste eigentlich hier irgendwo in der Nähe gespawnt sein. Und hier hinten sieht man dann auch, wenn man hier drüber geht, müsste glaube ich bei 22 oder 8, nee, schon bei 28, weil die Hitze übertragen sich ja auch auf die anderen Chancen, so dass da, ja, dass sich das dann auch eventuell sogar danach richtig doll aufschaukeln tut denn. Ah, da hinten kommt sie. Na. So. Jetzt hat man natürlich hier in. Ich habe mir im Kreativen so ein schönes Gewehr geholt. Auch wenn man jetzt hier noch mit Pfeil und Bogen rumrennt. Was denn hier? Level 31. Keiner zur Zeit weiter online. Da, ja. Viele Waffen hat man auch noch nicht, weil das Scavenging-System noch nicht so wirklich ausbalanciert ist oder überhaupt ja nicht geht. Eben so wie ich das mitgekriegt habe, weil man findet nur relativ schlechten Loot. Heat jetzt ist schon wieder auf 32. So, nichts gemacht. Außer 33 jetzt Einschuss 0,3. Eben. Und da empfehle ich wirklich die SMG, weil die macht ja nichts. Die fügt nichts der Heat hinzu. Mit Schalldämpfer, richtig geilung. Ja, kann man richtig schön da die Zombies mit weghauen. Außer, man schießt irgendwo gegen. Oder? Wo waren das gewesen? Die Steine? Irgendwo war doch da. 61 Heat jetzt schon wieder. Oder war das halt? Nee, das war hier nicht gewesen, ne. Dass man eben, dass sie irgendwie denn die Kugeln sozusagen denn das Geräusch verursachen und da die Heat höher treiben. Ne, das war dann noch was anderes gewesen. Aber jetzt ist schon wieder 61,3 Heat. Und das sind ja nicht immer nur mal ein paar Prozent, die da kommen, sondern das geht ja wirklich extrem schnell hoch. Und wirklich hier brennt kein Feuer, weil Feuer würde eben, egal was läuft, eben viertelstündlich takten. Und das macht es ja hier nicht. Das macht es ja hier wirklich nicht. Also kann man da. Weil ich hatte dann auch denn die ganzen Fackeln hier abgebaut. Aber das würde jetzt, denke ich mal, doch noch zu lange dauern. Das Ganze. Also wenn hier alles so weit weg ist, dann beruhigt sich die Heat wieder. Und geht maximal vielleicht mal um 2, 3 hoch oder sowas. Also da. Das ist dann auch nochmal ganz interessant. Also wenn ihr das so ganz ausleuchtet und ihr wundert euch, ne, warum kommt denn hier die Schreierin? Ich habe doch seit eigentlich 2 Ingame-Tagen keine Forge mehr angehabt. Dann könnte es daran liegen, dass einfach zu viel Licht ist. Also zu viel Fackeln sind. Normales Licht ist ja IU. Also wie gesagt, 3 Tage hat sich da nichts gerührt. Und hier habe ich bestimmt schon, boah, eine 20 Schreierin oder sowas beim Aufbauen drüben, sind sie denn hier noch mit rumgerannt. Also das war teilweise, und ich hatte es auch nochmal probehalber hier richtig eine Reihe gezogen und dann richtig dick, also das war richtig hell erleuchtet hier gewesen. So, und da konnte man warten, wie die Heat um bis zu 60, 70 Punkte, also Prozent angestiegen ist mit einmal. So, jetzt sind nur 72, 90. Also das kommt dann auch darauf an, wie ihr, also nehme ich an, das sind alles jetzt nur Vermutungen, das sind keine wirklich
wirklich hundertprozentigen Beweise, weil dann müsste man sich hinstellen, gut, okay, eine Fackel, wie viel Heat produziert die, wenn die hängt? Das habe ich natürlich noch nicht gemacht, weil ich hatte es mit 5 Fackeln gemacht und habe dann einfach nach einer halben Stunde beobachten, eben das Ganze aufgegeben, weil ich nicht wirklich herausfinden konnte, in welchen Abständen das eben die Heat beeinflusst und wie viel. Und es gibt eine Beeinflussung der Heatmap durch die Fackeln. Das kann man eigentlich so weit nicht abstreiten jetzt. Weil es ist einfach mal so. Jetzt ist es auf 81 hochgeklettert. Und vor allen Dingen würde ja Forge oder das Feuer laufen, dann würde das alle Viertelstunde hier um 1,5 hochtackern. Könnte man auch mal machen hier hinten. Da sieht man es denn ganz gut. Ich meine, ah doch hier 22,5. Eben, wo haben wir denn mal hier? Da können wir mal ein bisschen was reingeben. Können die denn anmachen? Da sieht man ja eben, wo haben wir denn hier die Zeit? Fast vor 30 eben. Na komm, 22,55. Denn hier die 23,30, 22,55 haben wir jetzt die Heat. Dann müsste die eigentlich 23,45 hoffentlich, weil ich hier mal mit der Zeit rumgespielt habe. Das ist einigermaßen noch hinhaut. Nicht, dass ich euch jetzt hier. Na? Aber was halbe Stunde? Kommt ja immer drauf an, wie ihr das eingestellt habt. Oder ja nicht hier. Hallo? Jetzt mache ich das mal auf 60 hoch. Warum funktionierst du denn hier nicht? Haben die das jetzt schon wieder mit der B119 abgeändert oder was? Die machen die jetzt ja keine Heat mehr oder was? Normalerweise machen die ja auch anderthalb, wenn du die einschaltest. Jetzt bin ich mal komplett verwirrt. Weil seit heute ist die B119 draußen. Und das habe ich mit der 119 noch nicht getestet. Und mit der 113 habe ich das getestet. Bei der 113 war es so gewesen, wenn man die anschaltet. Ja. Dann ist die hier buggy. Machen wir die da aus. Stimmt, die linke. Bei der linken konnte ich auch nicht mehr einschmelzen. Dumm. Da war ja was gewesen. Machen wir die ja mal zu Probezwecken weg. Jetzt hat natürlich Kinder geguckt, war 1 Uhr. 1 Uhr ist so hoch. 25,55. Na. Und tack, eine Viertelstunde später wird er um 1,5 hoch. Also, ja, die war ein bisschen buggy gewesen. Das war schon mal gewesen mit der, dass wir da ein bisschen Probleme hatten. Nee, also Forge und Feuer machen ja 1,5 pro Runde eine Viertelstunde in Game. Und machen hier nicht, er zieht 8,1, also müsste irgendwo, entweder hat sie sich schön ja tot hier rennt. Oder sie rennt hier noch draußen irgendwo rum. Das soll mir aber jetzt eigentlich relativ egal sein. Dankeschön fürs Zuschauen, falls euch die Folge gefallen hat. Ah, da ist er doch. Oder, was ist das? Ja. Das kümmert sich an mir. Was dabei? 2 Wasser, aber nur kann ich ein bisschen wieder überleben hier. Nein, falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann, ciao.